Zwei der gestern aus Wuhan zurückgekehrten Deutschen sind mit dem Coronavirus infiziert, so der Gesundheitsminister. Weltweit gibt es mindestens 15.000 Infizierte und mehr als 300 Tote. Live aus Berlin, die Sat.1 Nachrichten. Guten Abend und willkommen heute unter anderem zu diesen Themen. Auf dem Vormarsch. Rund 15.000 Infizierte weltweit und 305 Tote durch das Coronavirus, so lauten derzeit die offiziellen Zahlen. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Flugverboten und Einreisesperren breitet sich das Virus immer schneller aus. Auch zwei der deutschen Rückkehrer aus Wuhan sind mit dem neuen Virus infiziert. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestehe aber nicht, so der Gesundheitsminister. Thomas Fedder berichtet. Bei einem Messerangriff in London sind zwei Menschen verletzt worden. Der Täter wurde von der Polizei erschossen. Nun haben auch die großen Stromversorger in Deutschland ihre Preise angehoben um durchschnittlich mehr als 8%. Dabei sind die deutschen Preise im europäischen Vergleich ohnehin sehr hoch. Und das wird sich nicht so schnell ändern. Der Ausbau der Windkraft stockt. Kohlekraftwerke werden nur noch wenige Jahre laufen. Auch das neue Kraftwerk in Datteln wurde am Morgen besetzt, obwohl dessen Betrieb im Kohlekompromiss ausdrücklich vorgesehen ist. Edmann Hummel. Landwirtschaftsministerin Klöckner will notfalls auch rechtlich gegen allzu billige Lebensmittel vorgehen. Morgen gibt es im Das deutsche Waffengesetz gibt strenge Regeln vor für die Aufbewahrung von Waffen. Besitzer müssen gewährleisten, dass Unbefugte keinesfalls an die Waffen gelangen können. Sonst gibt es saftige Geld- oder sogar Gefängnisstrafen. Umso unglaublicher, dass bei Polizei und Bundeswehr in den vergangenen 10 Jahren mehr als 100 Pistolen und Gewehre abhanden gekommen sind. Mehr von Katharina Kunert. In Deutschland ist gerade erst die Bonpflicht eingeführt worden im Kampf gegen Steuerbetrug. In Frankreich soll die Bonpflicht nun abgeschafft werden im Kampf gegen Müllberge. Das neue Gesetz sieht aber noch mehr Maßnahmen rund um Abfallvermeidung und Recycling vor. Auch diese könnten Vorbild sein für Deutschland, finden Politiker, Umweltorganisationen und Geschäftsleute hierzulande. Alba Ahlers berichtet. Es ist zwar schon Februar, aber Winter gab es bisher eigentlich nur im Kalender. Gefühlt stecken wir seit Monaten in einem grauen, nassen Herbst fest. Und wenn man Phil, dem Murmeltier, glauben darf, wird der Winter in dieser Saison auch nicht mehr kommen. Mehr von Felicia Pochhammer. Forscher haben auf Galapagos 30 Riesenschildkröten entdeckt, die zum Teil von ausgestorbenen Arten abstammen. Und Fanny Fehlwerther ist gerade in Köln auf Entdeckungsreise und um die dürften sie viele beneiden. Sie darf sich nämlich auf der Süßwarenmesse durch sämtliche Klassiker und Neuheiten probieren. Bevor jetzt der Neid aber zu groß wird, einige der neuen Snacks sind eine echte Herausforderung. Viele Tore gab es in den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Paderborn hat jetzt noch die Wetteraussichten und anschließend kommt ein Abgang mit Stil mit Morgan Freeman und Michael Caine. Ihnen einen schönen Abend und einen guten Wochenstart. Tschüss.